Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Die Kraft von Elektroattacken wird hier im Nebelwald geschwächt wegen dem Nebel. Und wir sind immer noch auf der Gildenexpedition und suchen den Nebelsee. Und Günther, also ich habe die Vermutung, dass dort der Schlüssel zu meinen Erinnerungen liegt. Denn dort soll angeblich ein Pokémon namens Selfie leben. Das kennt sicher keiner, der Pokémon ein bisschen genauer kennt. Das ist garantiert kein legendäres Pokémon, das die Erinnerung von Pokémon auslöschen kann. Vermutlich um den Nebelsee zu schützen. Aus dem Weg. Mach du, Lord Ecke. Ja, das war eben das, warum ich weg bin. Schicke Box nehme ich mit. Danke, danke. Hallo. Danke. Mal im Ernst, ich bin. Also, Günther, ich halt. Das Pokémon pennt immer so übel lange. Da rennt uns so ein scheiß Pachirisen hinterher. Auf Uhr, jetzt kannst du nicht mehr einschlafen. Ja, hast dich jetzt wohl doch schlafen gelegt. Hahaha. Ich esse dich. Ich meine, du bist eine Kirsche. Noch eine Box. Man merkt, die sind eigentlich nicht so selten, aber man kann sie eben erst ab dieser Expedition bekommen. Dann E3. Hoffentlich läuft es wieder so gut wie im Hornberg im letzten Part. Da hatte ich richtig Glück mit den Treppen, mit solchen Situationen gerade. Wäre sonst auch ewig geworden. Der hatte 14 Ebenen. Hier läuft es im Moment auch gut. Streuorb. Was ist das? Flair-Samen. Ich habe bisher erst einmal einen Belebersamen in einem Dungeon gefunden. Und zwar im letzten Part. Das war cool. Dafür wurde mir auch einer von einem richtigen Arschloch-Gastrodon abgezogen, weil das so mich verwirrt hat und Verwirrung ist in diesem Spiel einfach OP. Was soll man tun, wenn man nicht mehr steuern kann, wohin man läuft, in zufällige Richtungen angreift, ja, und dann halt die ganze Zeit kassiert. Ja, renn nur weg. Wundert mich nicht, dass Haspirohr die Fähigkeit Angsthase hat. Ham. Ja, renn nur weiter. Vielleicht kriege ich dich ja auf der Suche nach der Treppe noch. Wenn ich jetzt nicht so wie ein Lappen gegen eine Wand renne. Dann halt nicht. Graugummi brauche ich auch nicht. Ich erzwinge jetzt keine Kämpfe. Ich weiß leider auch nicht, ob ich overlevelt oder underlevelt bin. So oder so. Overlevelt wäre vielleicht nicht so schlimm, weil ich jetzt nicht der beste Spieler in Pokémon Mystery Dungeon bin, da das hier mein erstes ist. Andererseits, underlevelt würde es spannender machen. Und ich sollte vielleicht ihr Licht ausstellen. Ich glaube übrigens, dass man bei Nebel auch seltener trifft. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Und ich glaube, ich habe da sowas im Kopf. Was bist du für... Easy! Ich rede gerade noch davon, dass ich erst einmal einen Belebersamen im Dungeon gefunden habe. Und dann gönne ich mir einen. Ja, nach diesem Kampf ist das Gift wirklich nicht mehr schlimm. Denn... wenn man eine Treppe runtergeht, fragt mich nicht wieso, hört das Gift auf zu wirken und jawohl, der Dungeon hier läuft auch. Das ist wirklich wichtig, denn sonst wird das Ganze hier so lange da. Ne TM? Ruheort. Und ich sehe gerade, dass ich auch schon ein Item verpasst habe. Ein bisschen Geld. Als ob da eine TM lag. Die kann ich gut verkaufen, die sind viel wert. Azurgummi weiß ich jetzt zwar nicht ganz, für was für Pokémon der gut ist. Flug. Oh, mein Angriff steigt. Auf dieser Ebene wäre es praktisch, wenn ich ein Flug-Pokémon wäre. Dann hätte ich jetzt Ruheort und einen guten Gummi. Goldgummi für Psycho-Pokémon. Falsch gelaufen.
Ich gönn mir den. Ja, ich habe jetzt nicht. Moment, ich denke mal selbst eigentlich, will ich dir doch dort eine Ecke geben. Sag mal, der greift mich an, seht ihr das? Seht ihr, wie der mich einfach angreift? Ich fand's im letzten Part schon schade, dass man leider keine Pokémon mitnehmen kann. Hier in diesen Missionen. Und expeditionär gesagt. Da hier nur Pokémon teilnehmen dürfen, die der Gilde angehören. Sonst hätte ich im letzten Part vielleicht einen Seemops mitgenommen. Seemups. Ah, da liegt noch ein Gummi. Hier. Dieses Mal. Und dafür kriege ich auch gleich einen Special Death Boost. Einen Samen. Plosivsamen, wenn ich ihn mitnehmen kann, nehme ich ihn mit, wenn nicht, wollte ich gerade sagen. Hallo. Man greift ihn doch richtig an. Gut, das war's. Diese Ebene sagt mir nicht so zu. Die triggert mich. Hier, die Treppe. Ich war direkt neben meinem Spawnpunkt, aber ich bin halt in die andere Richtung gelaufen. Wartet einen Moment. Ich mach ihr Licht wieder an, wenn es Sinn ergibt, aber Lorbecke benutzt gefühlt nichts anderes. Bei dem Kampf hätte ich normalerweise Angst, aber weil das Ding halt ein Elektro-Pokémon ist und ich ihn kein Mani spiele. Aber hab's ja trotzdem easy geschafft. Oh. Und ich hab wieder den richtigen Weg gewählt am Ende des letzten Parts. Es ist immer das Obere. Und das, was einfach logischer klingt. Unglaublich, dieser Ort besteht aus lauter Wasserfällen. Aber wo sind wir? Ist das der tiefste Teil des Waldes? Dieser Nebel ist so dicht, ich weiß nicht, welchen Weg wir nehmen sollen. Hä? Das Krebskorps. Hey, habt ihr schon was gefunden? Nee, leider nicht. Und du, hattest du schon Glück? Ich habe auch nichts gefunden, lasst euch nicht entmutigen. Aber es gibt da was, das ist interessant. Interessant? Da seht ihr euch an. Eine Groudon-Statue. Was ist das? Ich weiß es nicht. Es scheint eine Art Statue von einem Pokémon zu sein. Aber was ist das für ein Pokémon? So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Hey, ist das eine Inschrift? Das sind Fußabdruckrunen auf dem oberen Bildschirm. Alles klar. Lass mich lesen. Entfache das in Groudon erloschene Leben, dann wird die Hitze der Sonne den Himmel entflammen und der Pfad zum Schatz wird enthüllt. Der Pfad zum Schatz, das ist unglaublich! Günther, Schatz, damit vielleicht der Schatz vom Nebelsee gemeint? Der Pfad zum Schatz wird enthüllt, das heißt also, der Schlüssel zum Nebelsee liegt vielleicht genau hier. Glaubst du? Hey, wir sollten das Rätsel lösen. Dieser Teil der Fußabdruck-Truhen, das in Groudon erloschene Leben, was heißt das? Groudon ist diese Statue? Hey, was sollten wir jetzt tun? Das Leben wieder entfachen, das in dieser Statue war? Ja, das Leben entfachen, aber wie machen wir das? Wartet mal! Ich weiß es! Berühre Statue, Günther, vielleicht siehst du was. Das dachte ich auch gerade, weil ich bin schlau. Wenn ich so einen Weg zum Nebelsee finde und den Schlüssel meiner eigenen Vergangenheit, wenn die Antworten in dieser Statue liegen, tu es für uns! Günther berührt die Statue von Groudon. Fühlst du was, Günther? Es kommt dieses Schwindelgefühl. Das ist es. Es ist hier. Es ist hier. Was war das? Wessen Stimme war das? Was? Schon kurz nach dem ersten? Nochmal? Ich weiß zwar nicht, warum man das nicht direkt zusammenpacken konnte, aber ich verstehe. Setz den Meliorie-Stein in das Herz von Groudon, das löst den Nebel auf. Gut gemacht, gute Arbeit, Partner. Was habe ich da gerade wahrgenommen? Das war anders als die Vision, die ich bisher hatte. Diesmal habe ich nur eine Stimme gehört und ich weiß nicht, wessen Stimme es war, diese Stimme. Wessen Stimme war das? Ich kann nicht mal sagen, wie die Stimme klingt. Aus irgendeinem Grund lässt sie mich jedoch nicht los. Alles okay, Günther?
Hast du was gesehen? Was hat die Stimme gesagt? Erinner dich. Die Stimme hat gesagt, setz den Meliorie-Stein in das Herz von Grodon und dann das löst den Nebel auf. Warte, Meliorie-Stein? Ist das vielleicht... Oh, was ist denn das? Sieht aus wie eine Art Stein, würde ich sagen. Er ist rot und wunderschön. Es ist eine Art Edelstein. Fühlt sich warm an. Könnte der Meliorie-Stein... Ist das der Stein, den Lord Ecke gefunden hat? Hier ist eine kleine Aushöhlung in der Brust der Statue. Hast du was rausgefunden, Günther? Was? Der Stein, den ich am Basislager gefunden habe? Ich soll den Stein in die Brust der Statue setzen? Na klar, versuchen wir es. Ich soll ihn in die Aushöhlung setzen und du rennst sicher nicht damit weg, weil er was wert ist. Lord Ecke setzt den seltsamen Stein in die Brust der Statue, Arne. Oh, pass auf, wir müssen zurückgehen! Ah! Jetzt wisst ihr, woher der Name des Kapitels kommt. Hey, der Nebel ist weg! Der Himmel ist aufgeklappt, Sonnenlicht blendet richtig. Hey, sieh nur! Ihr beide, da oben seht! Hey, was ist das? Das ist, was der Nebel verborgen hat. Kein Wunder, dass die Nebelsee niemand entdeckt hat. Wir sind selbst gerade die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Hey, du meinst also, du meinst, dass der Nebelsee dort oben ist? Hey, ja, das meine ich. Der Nebelsee muss da oben sein. Dort oben. Mach. Hey, lang genug gegafft. Ich erzähle jetzt allen in der Gilde. Geht ihr zwar schon vor. Okay, gehen wir los, Günther, auf zum Nebelsee. Nicht so schnell. Ja, Spaß! Gut gemacht. Ihr habt das Rätsel für uns gelöst. Jetzt seid ihr nutzlos. Wir stauben den Schatz ab, dank euch. Ihr Gauner! Deswegen seid ihr mit auf die Expedition gegangen. Ihr habt das die ganze Zeit geplant. Habt ihr was anderes erwartet? Nö. Ich sag's nur ungern, aber wir müssen euch sofort aus dem Weg schaffen. Sowohl werdet ihr noch bereuen. Wir werden verhindern, dass ihr den Nebelsee erreicht. Ja, habt ihr unsere letzte Auseinandersetzung schon vergessen? Ich darf euch daran erinnern, dass ihr verschissen habt. Wir haben euch mit unserer giftigen Gas-Spezialkombi den Rest gegeben. Ihr werdet wieder versagen. Genug geredet, nehmt das. Wieder mal. Warte auf mich! Was? Perfekter Apfel, perfekter Apfel! Endlich habe ich dich, mein perfekter Apfel. Würde ich einen meiner perfekten Äpfel verlieren, dann würde ich. Oh, ihr zwei. Und meine Freunde auch. Alle sind zusammen, hurra! Gildenmeister, was machst du hier? Was ich hier mache? Ich bin im Wald spazieren gegangen, dann ist mein perfekter Apfel einfach davongerollt. Also rannte ich und nun bin ich hier. Oh ja. Ihr zwei sollten nicht rumtrödeln, findet ihr nicht? Ihr habt doch einen Job zu erledigen. Dann geht schon, geht. Aber. Ihr wollt nicht auf einen Gildenmeister hören? Buh! Schnell geht und erkunde. Okay. Gehen wir, Günther. Viel Glück! Oh, ich hoffe, es gibt bald gute Neuigkeiten. Lalalala. Gildenmeister. Was ist ein Freund? Wir dachten uns, wir sollten vielleicht auch auf Erkundungstour gehen. Oh. Das ist nicht nötig, das kann ich von meinem Freund nicht verlangen. Wir überlassen den beiden das Erkunden. Warten wir auf ihren Bericht. Lalalalalalala. Das ist langsam echt seltsam. Die Runde hätten wir uns um den Schatz bringen, wenn wir nichts tun. Was sollen wir machen? Wir müssen irgendwas tun. Wir haben keine Wahl, wir überwältigen jetzt sofort Knoblauch, dann jagen wir Teamrunde. Aber glaubt ihr, dass das gut geht? Knoblauch ist irgendwie gruselig. Keine Sorge, er wird keine Probleme machen. Außerdem. Das heißt, dass Knuddelf einen unglaublich kostbaren Schatz besitzt. Wirklich ein Schatz? Richtig, ich hatte sowieso vor, ihn loszuwerden, also ist das die perfekte Gelegenheit. Hazemora bereitet die giftige Gas-Spezial-Kombo vor. Lalalalalala. Wir werden uns Knuddelf so richtig vorknöpfen. Nichts für ungut, aber der große berühmte Entdecker Knuddelf, er ist erledigt. Das Mysterium vom Nebelsee, Kapitel 9. Oh, siehst du, da ist ein großer Riss. Das nennt man Eingang.
Wir können da durchgehen, glaube ich. Ist das Dampf? Ich schätze, da drin wird es sehr heiß sein. Aber es ist zu spät, um Rückzieher zu machen und... Oh, ich platze gleich vor Spannung, was uns da drin wohl erwartet und was uns auf dem Gipfel erwartet. Gleich betreten wir einen Ort, an dem noch niemand war. In Gedanken bekomme ich Herzrasen. Gehen wir, Günther, lass uns reingehen und nach oben steigen. Als Wasser-Pokémon dürfte das keine großen Probleme machen, aber ich nehme lieber noch einen Belebersamen mit. Und ab geht's. Ja, ich bin soweit. Und mein Akku ist fast leer. Währenddessen an der Statue von Groudon. Psst, hey, Bass. Was ist los? Stimmt was nicht? Herr Boss, wie lange schaust du denn jetzt schon an? Komm schon, nehmen wir ihn so richtig ein. Psst, halt die Klappe. Liebe Freunde, was ist los? Ihr seht mich die ganze Zeit so unheimlich an. Der Typ ist eine harte Nuss, echt hart. Jetzt verstehe ich, ihr wollt mich mit lustigen Grimassen zum Lachen bringen. Ich weiß, ich kann nicht zum Lachen bringen. Komm schon, Boss, ich halte es nicht aus, diese schräge Szene macht mich wahnsinnig. Na gut, es klappt nicht und wir haben keine andere Wahl mehr. Hey, Knuddeluff. Was ist denn? Nix für ein guter Bar, jetzt bist du dran, nimm das. Eine giftige Gas-Spezial-Kombo. Tja, die Dunsthöhle. Ich will mich ein bisschen beeilen. Okay, ich dachte eigentlich, hier wäre jetzt Lava und kein heißes Wasser, aber das gefällt mir besser. Nimm den. Ich will mich auf jeden Fall beeilen, denn eigentlich wollte ich in diesem Part das Ganze abschließen, aber dazu fehlt mir auf jeden Fall noch hier der ganze Dungeon, ich will mal. Wähl vor allem Wechselmann. Wen wähle ich denn? Ah, Lord Ecker ist Level 15 geworden. Braucht euch aber gar keine Hoffnung machen, wenn jetzt zum Beispiel mein Kanimani Günther auf Level 16 kommt. Es wird sich nicht entwickeln. Die Entwicklungen werden in diesem Spiel anders ausgelöst und das auch erst ganz am Ende. Schön. Ich dachte, ich muss zur Hilfe kommen, aber... Stimmt. Boah, sehen wir gut. Aber mir dauert das hier zu lange. Warte erstmal. Zack, den da Aquaknarre einsatz. Zack, weg. Hier ist ja gar nicht die Treppe. Da unten ist ein bisschen Geld. Die Dinger sind kein Problem. Feuerboden, was wollen die gegen Kanimani machen? Die haben gar nichts zu melden. Ich habe halt die Sorge, dass meine Aquaknarre nicht reicht hier in dem Dungeon. Ernsthaft? Oh Kacke, ich hätte lagern müssen, das habe ich jetzt verpennt. Habe ich zufällig auch Heilsamen dabei? Ja, ich hoffe das. Habe ich den Belebersamen? Nein. Oh, und ich hoffe, ich finde noch was zu futtern. Weil ohne komme ich hier auf jeden Fall nicht weiter und du kannst mich mal. Ja, so will ich hier voran. Der hebt einen Orb auf, aber... Junge, wieso treffe ich die Dinger nicht mehr? Ha, Lord Ecke kann keinen nicht brennen, weil er ein Feuer-Pokémon... Langsam wird's witzlos, wie selten ich treffe. Ah, das ist gemein. Es sieht aus wie ein Belebersamen, aber... Es heißt Belabersamen, das heißt... Man soll denken, es ist ein Belebersamen, aber... Wenn er benutzt werden muss, dann hat man trotzdem verloren, weil es ein Fake-Item ist. Die gibt's in diesem Spiel. Zum Beispiel gibt's auch... Es gibt von jedem Item Fakes. Zum Beispiel bei Sinelbeeren nimmt man dann Schaden. Janma? Juhu! Janma, bleib mal da. Ich will dir ein Geschenk überreichen. So, jetzt habe ich was zu essen. Und jetzt bitte schnell weiter.
Schön gemacht. Gut erreicht Level 15. Neue Attacke. Brauche ich nicht. Die Werte steigen. Komm, Beeilung. Was? Intensität ist OP, merkt euch das. Digga, ich will gerade einfach nicht kämpfen. Ich will hier so schnell wie möglich weg. Piercef-Schal hatte ich schon oft genug. Gott, Ecke, mach du, ich bin fast tot. Zack. Ich hab nicht so lange warten, ich hab nicht mehr viel Zeit. Es wird leider vermutlich nichts mit meinem Ziel, das Ganze in diesem Part abzuschließen. Das kommt dann erst im nächsten, der morgen kommt. Boah, triff. Schön. Kann den nicht aufheben, juckt mich aber herzlich wenig. Zack, Aquaknarre. Down. Schön, hier ist die Treppe. Ich will zumindest den Dungeon abschließen, auch wenn der Boss dann erst morgen kommt. Obwohl, der Boss könnte auch noch gehen. Zack, Beiß ist weg. Hähnchen mag doch jeder. Eisendorn kann ich noch aufheben, weil man die genau wie Stöcke und Steine sind auch eine Art Stöcke bei der Wertung des Spiels. Die kann man stacken und ich kann hier ja vom Boden wegessen. Ja, das nimmt mal Günther. Und das nimmt Lord Ecke. Junge, das ist so das Unnötigste in diesem Spiel. Lord Ecke läuft jetzt natürlich weg, aber ich gönne mir die Treppe. Der Checkpoint. Wir sind ziemlich weit nach oben gestiegen. Wir sind schon nah am Gipfel. Boah! Was war das? Gerade eben, hast du das gehört? War es nur in meinem Kopf oder nicht? Egal, wir müssen weiter. Hier kann man natürlich nicht lagern! Gerade wo ich lagern gebraucht habe. Ja, ich muss weiter. Hast du das gehört, Günther? Also habe ich mir das Geräusch nicht eingebildet, es hat sich wie eine Art Brüllen angehört, aber was kann das sein? Wer weiß, was uns bevorsteht. Wir müssen weiter, ich glaube, wir sind fast da. Ja, wir sind fast da und wenn wir den Gipfel erreichen, dann treffe ich vielleicht Zelfe und vielleicht bekomme ich eine Antwort auf meine große Frage. Wer bin ich? Das heißt, wer war ich, bevor ich mein Gedächtnis verlor und... Stimmt, ich habe Lord Ecke noch kein Wort davon erzählt. Ja, was ist denn, Günther? Du musst mir was Wichtiges sagen? Okay, schieß los. Günther berichtet, was geschehen ist. Was? Seit wir im Basislager angekommen sind, seitdem kommst du dir sofort, als ob du den Ort kennst und du hast von den Pokémon gehört und das löscht das. Und du, das ist Selfie und das löscht angeblich das Gedächtnis von Pokémon. Also vermutest du, dass du schon mal hier warst, aber Selfie dein Gedächtnis gelöscht hat. Daran denkst du die ganze Zeit. Jetzt ist erst recht klar, dass wir zum Gipfel müssen. Wir müssen Selfie treffen und die Wahrheit rausfinden. Mich, wo warst du, bevor du dein Gedächtnis verloren hast? Vielleicht bekommst du eigentlich Antwort auf deine Fragen. Los, lass uns gehen. Ich werde bis zum Boss zocken. Der kommt dann im nächsten Part. Das weiß ich jetzt schon. Die obere Dunsthöhle. Ich glaube, die ist auch nochmal so 10 Ebenen. Mach es weg. Macht schon Schaden. Die Erfahrungspunkte, die ich hier bekomme, sind aber nicht schlecht. Ja, Boden. Essen. Ah, loyal. Das ist immer gut gegen die OP-Verwirrung. Dann kann Lord Ecke mich wenigstens nicht angreifen, wenn er verwirrt ist. Also er kann in meine Richtung angreifen, wird mich dann aber nicht treffen. Oh, schön.
der Weg weiter. Ich will hier jetzt wirklich schnell durch, weil ich habe Angst, dass Derko sonst noch abkackt zu früh. Ich will auch nicht auf dem Boden. Ah, mit Doppel-X geht's auch zu attacken, egal. Alter, das tankt meine Aquaknarre. Das hat mich gerade überrascht. Ja, mit Doppel-X kommt man direkt zu attacken. Oh, das ist eine EP-Bombe. Nutzt Glut, danke. Und ich suche die Treppe. Hier. Eine Sinelbeere. Wie viele habe ich dabei von den? 3. So kann ich sie mitnehmen. Ich weiß nicht, warum ich dann Gummi hatte. Komm, ich will hier durchkommen in dieser Folge. Halt bis zum Boss vordringen. Wieder Boden, Essen. Oh, ich wollte eigentlich gerade weg, aber... Naja, schadet ja auch nicht, wenn ich mal das esse. Junge, wie viel ist hier? Sein Angriff steigt, dann ist das wieder mein Gummi. Ah ne, jetzt hat er ihn gegessen. Da sind OP-Viecher. Ich meine, Junge, die tanken eine Aquaknarre von mir. Das ist OP. Boah. Diesmal hat er nicht getankt. Also nicht, dass ich mich darüber nicht freue. Junge! Der sucht doch Stress. Ja, das schaffe ich schon noch. Endlich mal wieder Silberblickkratzer habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich muss halt ein bisschen auf die AP achten. So gut kann der Orb gar nicht sein, dass ich ihn mitnehme. Ich habe auch nur eine Sache zu essen dabei. Da muss ich aufpassen. Ich brauche auf jeden Fall auch Lord Eckes Hilfe. Gegen das Vieh hier. Ich nutze Silberblickkratzer, weil es schon viel kassiert hat. Und weg. Level 16 für Lord Ecke. Der macht sich gut im Kampf tatsächlich. Mich wundert es genauso wie euch. Ja, okay. Vielleicht kennen einige das Spiel und wundern sich nicht, dass ich Vulpix gut macht, aber ein Vulpix, das Lord Ecke heißt halt. Volpi blinzelt. Okay, das war wichtig. Box nehme ich schon mit. Nee, ein Apfel wäre Verschwendung. Explosivsamen sind nicht mehr so gut. Ich mache mit meinen normalen Angriffen deutlich mehr Schaden. Oh, Kacke. Mann, Ernst, ich kapiere dieses Volpi-Blinzel nicht. Boah, jetzt nerven die ganzen Viecher hier. Daku kackt gleich ab. Ich muss gleich aufhören. Oh, sicher ist das jetzt hier. Mein Blutwert sinkt. Ja, komm hier hin. Du wirst gebissen und geblutet. Ja, die kann ich mitnehmen. Ich hoffe, es sind nur noch ein, zwei Ebenen. Bis ruckzuck. Das kann auch ruckzuck. Hier ist die Treppe. Tja, da muss ich wohl leider einen kleinen Cliffhanger machen. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Dann bekämpfen wir den Boss der Dunsthöhle und landen am Nebelsee. Bis dann und ciao.